Berlin war 1848-49 einer der Brennpunkte der gescheiterten bürgerlichen Revolution. Viele der Aufständischen wurden in den deutschen Staaten so verfolgt, dass ihnen nichts anderes als die Auswanderung blieb. Eine Gruppe, die sich zum Berliner Auswandererverein zusammengeschlossen hatte, wagte die weite Passage nach Australien. Zu ihr gehörte unter anderem der Komponist Karl Linger, erster Dirigent des Philharmonischen Orchesters von Adelaide und Begründer der Liedertafel. 1859 komponierte er den Song of Australia. Zusammen mit Linger kam auch Richard Schomburg, ein bekannter Botaniker seiner Zeit. Er war zuvor Gärtner im neuen Schloss von Sanssouci, das Friedrich der Große bauen ließ. 1865 wurde Schomburg zum Kurator des Botanischen Gartens von Adelaide ernannt, dessen Anlage auf ihn zurückgeht. Er ließ aus anderen Ländern mit vergleichbarem Klima Saatgut und Pflanzen kommen, die er testete und weitergab. Uns erscheinen botanische Gärten heute wie Erholungsparks, aber im letzten Jahrhundert spielten sie eine wirtschaftliche Schlüsselrolle. Nutzpflanzen wurden eingeführt. Das erst ermöglichte den Aufbau der Landwirtschaft. Schomburg begründete die Wirtschaftsbotanik. Er setzte sich auch für die Wiederaufforstung der Wälder ein. Landsleute, die wie er 1849 aus Deutschland geflohen waren, halfen ihm. Einige waren in Südaustralien Parlamentsabgeordnete und Journalisten geworden. Sie setzten schon vor über 100 Jahren Gesetze zum Umweltschutz und zur Wiederaufforstung durch. Melbourne, die Hauptstadt des australischen Bundeslandes Victoria, der sich stolz als der Gartenstaat bezeichnet. Der Vater seiner Gärten war Ferdinand von Müller. Er wurde Victorias erster Regierungsbotaniker und Gründer des Botanischen Gartens von Melbourne, der noch heute als der schönste Australiens gilt. Müller war mit 22 nach Melbourne gekommen. Gesundheitliche Gründe, darunter Anzeichen von Tuberkulose, ließen ihn ein wärmeres Klima suchen. In diesem Tourhaus in Rostock wurde Müller 1825 geboren. Mit 18 hatte er seine erste botanische Arbeit veröffentlicht. Müller als 38-jähriger Direktor des Botanischen Gartens und als 68-jähriger 3 Jahre vor seinem Tode. Der Eukalyptus mülleriana gehört zu den zahlreichen Pflanzen, die Müller entdeckte und beschrieb. Der Forscher und Wissenschaftler veröffentlichte fast 1000 Arbeiten über australische Botanik. Eine Zeit lang lebte er in diesem Holzhaus auf dem Gartengelände. Heute ist es Melbournes ältestes städtisches Gebäude. An Denkmälern für Müller ist kein Mangel. Und auch schon zu Lebzeiten hatte der Wissenschaftler mit Fleiß Anerkennung gesucht und gefunden. Queen Victoria adelte ihn, der König von Württemberg machte ihn zum Baron. Als Präsident der Royal Society of Victoria war Baron von Müller auch an der Vorbereitung der tragisch verlaufenden Burke and Wills-Expedition beteiligt, die 1860 von Melbourne aus aufbrach. William John Wills war ein langjähriger Mitarbeiter Müllers und Ludwig Becker ein bekannter Botaniker und Maler aus Darmstadt. Er gehörte zu den Flüchtlingen der Revolution von 1848-49. Beckers Aufgabe war, das Expeditionstagebuch zu führen. Er schrieb nicht nur Protokoll, sondern lieferte dazu auch Zeichnungen. Beckers Darstellungen von Eingeborenen wurden zu einer wichtigen Quelle für Anthropologen, aber als Künstler blieb er lange vergessen.
Er beschrieb in Wort und Bild neue Tierarten. 85 Zeichnungen und sein Tagebuch blieben erhalten, als die Expedition zugrunde ging. Becker, damals 53, starb als erster. Im Nordosten des Kontinents knüpft ein landwirtschaftliches Experiment an die Traditionen der Wirtschaftsbotanik an. Alles scheint hier in den Tropen üppig zu gedeihen. Aber es gibt riesige Probleme, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Tropische Landwirtschaft erfordert ein besonderes biologisches Gleichgewicht und Maßnahmen zum Schutz des Bodens. Gerhard Kaiserling hatte in Deutschland Landwirtschaft studiert. Er war bereits ein erfahrener Farmer, als er mit dem Aufbau einer Kaffeeplantage in Nordqueensland begann. Wie sich zeigte, musste er noch eine Menge dazulernen. Ich habe als erster wieder Kaffee in Australien angepflanzt. Vor 100 Jahren gab es eine Menge. Wir wussten also, dass er wächst. Aber nicht, ob er gut oder überhaupt genießbar ist. Ich kannte auch nicht die Namen der Geräte. Das musste alles in 6 Jahren gelernt werden. Dann importierten wir verschiedene Sorten Saatgut aus Südamerika. Und schon zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass wir keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel einsetzen würden, sondern harmonisierende Pflanzen, Ringanbau, biologische Lebensgemeinschaften. Kurz alles, was auf dem Gebiet der biologischen Landwirtschaft bekannt ist. Wir pflanzten stickstoffproduzierende Bäume, aber hier gibt es Zyklone, die sie im Nu knicken. Die Stürme reißen alle Blätter von den Bäumen. Deshalb ist auch das Haus so solide gebaut. Mit seinen Schießscharten sieht es eher aus wie eine Burg. Kein Zufall. Graf Kaiserlings Familiensitz Schloss Rautenburg in Ostpreußen ging 1945 verloren. I came here in 1974 and bought a cattle property. Ich kam 1974 hierher und kaufte eine Rinderfarm. Das ist die Größe, bis da hinüber reicht sie. Hier sind wir und die Obstbäume. Bananen und Avocados wachsen schon. Nach 10 Jahren kann man alles ernten. Hier drüben ist Naturschutzgebiet. Dort sind meine Grundstücksgrenzen. Sie sind noch nicht vermessen und ich war da auch noch nicht nach all den Jahren. Ich werde nie überall hinkommen. Dafür ist das Leben zu kurz. Da hinten verläuft man sich. Das ist das wilde Australien. Man kann wieder herauskommen, aber nur durch ein Gebiet mit Krokodilen zur Küste hin. Kaiserlings Erfolg hat bereits andere Farmer veranlasst, ebenfalls Kaffeeplantagen anzulegen. Aber eine solche Burg wird sich wohl keiner von ihnen bauen, denn in Deutschland werden ja auch keine Burgen mehr gebaut. Landwirtschaftliche Rationalisierung, Verkehr und Industrie haben in Deutschland die alte Burgenromantik abgelöst. Kirchheim-Bulanden in der Pfalz. Geburtsort von Georg Neumeier. 1852 heuert der damals 26-jährige Physikprofessor als Seemann an und reist nach Australien, wo gerade riesige Goldvorkommen entdeckt worden sind. Neumeier hofft auf den Reichtum, den er für seine ehrgeizigen wissenschaftlichen Projekte braucht. Er will ein physikalisches Observatorium errichten. Doch er findet kein Gold und kehrt nach Deutschland zurück. So sah die Goldgräbersiedlung Ballarat damals aus. Mit allem, was dazugehört, ist sie als Touristenattraktion wiedererstanden. 1857 kommt Neumeier wieder nach Australien. Finanziert vom bayerischen König und britischen Wissenschaftlern, errichtet er das Physikalische Observatorium für meteorologische und magnetische Messungen in Melbourne. Das Gebäude existiert noch als Museum. Seine geophysikalischen Forschungen führen Neumeier in alle Landesteile der Kolonie Victoria. Zwischen 1858 und 1864 legt er zu Fuß 15.000 Kilometer zurück, meist allein, nur mit einem Packpferd für die Instrumente.
Neumeyers wissenschaftliche Leistungen sind weltweit anerkannt. Er wird geadelt und 1875 von der Reichsregierung zum Direktor der Deutschen Seewarte in Hamburg berufen. Das Gebäude oberhalb der Landungsbrücken wurde im letzten Krieg zerstört. An seiner Stelle ist jetzt ein öffentlicher Park. Von Hamburgs malerischen Landungsbrücken aus begannen viele Menschen aus Mitteleuropa die Reise nach Australien. Und mit dem Goldrausch setzte die Massenauswanderung in ein vermeintliches Eldorado ein. Aber auf den Goldfeldern rebellierten die Digger gegen Behördenwillkür und Steuerlasten. Der Ire Peter Lalor, gezeichnet von Ludwig Becker, war der Anführer der aufständischen Goldgräber von Ballarat. In der Eureka Stockade kämpften Einwanderer aus vielen Ländern. Die verlorene Schlacht gilt heute als Geburtsstunde der australischen Nation. Die Schießerei dauerte nur 15 Minuten und 22 Goldgräber fielen. Unter ihnen waren 4 Deutsche, über die nichts Näheres bekannt ist. Emmermann, Hafele, Tonen und Hassle. Australiens Deutsche sind nur eine von vielen ethnischen Gruppen, die jetzt zu einer Nation zusammenwachsen. Dies ist der Canberra-Tag, Ausdruck der Vielvölkergesellschaft Australiens. Die multikulturelle Politik erlaubt jeder Volksgruppe ihre eigene kulturelle Identität. Gegensätzliche Lebensstile werden sich eines Tages miteinander verbinden. Das Einwandererland Australien hat sich zu einem faszinierenden sozialen Experiment entschlossen, das aber die Probleme der Ureinwohner nicht löst. Helen Burns, die die Eingeborenensprache Arantha spricht, besucht eine Patientin im Hospital von Adelaide. Es gibt Ureinwohner, die kein Englisch können und noch nie in einem mehrstöckigen Haus waren. Could you explain, ask her why, where she's having her problem? Elva kommt aus einer kleinen Siedlung bei Alice Springs. Elva wurde für eine komplizierte Entbindung nach Adelaide geflogen. Could you ask her to, if she knows how to look the bell, so I can come in, while here, to see how she feeds for the next few times? Elva? Jetzt erklärt ihr Helen, wie sie die Klingel bedienen muss, um die Schwester zu rufen. I said, she only has to do it once, and you will come right away. Helen hat ihr Fotoalbum mitgebracht und zeigt Elva einige alte Familienbilder. Pastor Albrecht, Helens Vater, war der letzte deutsche Missionar in Hermannsburg und sie wuchs in der Missionsstation auf. So reiste die Familie damals, als sie ein kleines Mädchen war. Helen begleitet Elva auf ihrem Rückflug nach Alice Springs, um ihr mit dem Baby zu helfen. Sie verbindet das mit einem Besuch in Hermannsburg. Die ehemalige Krankenschwester, die jetzt für die Wohlfahrt arbeitet, lernte die Eingeborenensprache Arantha bei ihren Spielgefährten, Englisch in der Missionsschule und zu Hause Deutsch. Freunde erwarten sie und Elva.
Gus Williams ist der Vorsitzende des Eingeborenenrates, der jetzt die ehemalige Missionssiedlung Hermannsburg verwaltet. Und dies ist sein Heimatlied. Albert Namijira, der berühmte eingeborene Maler, wurde in Hermannsburg geboren und ausgebildet. Missionare aus dem deutschen Hermannsburg bei Celle in Niedersachsen hatten die Station 1875 gegründet. Es dauerte 10 Jahre, bis sich die ersten Ureinwohner taufen ließen. Ein Wort aus dem Lukas-Evangelium in den 3 Sprachen der Missionsstation. Um die Jahrhundertwende wurde das australische Hermannsburg zu einer lutherischen Gemeinde. Die Missionare erreichten das mit eiserner Disziplin, die von den Ureinwohnern damals noch akzeptiert wurde. 1974 ist die Missionsarbeit eingestellt worden. Diese Studioaufnahme einer eingeborenen Familie um 1873 stammt von William Lind, dem in Frankfurt geborenen Fotografen. Lind machte sich mit Genrefotos wie Der Schwatz einen Namen. Er fotografierte auch die Besucher der deutschen Bierhalle auf der internationalen Ausstellung in Melbourne 1888. Die Reichsregierung gratulierte Australien zum 100. Geburtstag mit einer pompösen Statue im Stil der Zeit. Lind war nicht der einzige bekannte deutsche Fotograf Australiens. Bernhard Holtermann aus Hamburg, der den größten Goldklumpen der Geschichte fand, nutzte seinen Reichtum zur Entwicklung der Plattenfotografie. Er hinterließ einzigartige Dokumente der Pionierzeit und die frühesten Aufnahmen Sydneys. Der hier stammt natürlich aus neuerer Zeit und passt so gar nicht ins tropische Queensland. Dies ist das Haus von Hans Loser, der auch nicht dorthin passte, als er nach Cooktown kam. In 1954, my wife and I decided to migrate to Australia. 1954 beschlossen meine Frau und ich, nach Australien auszuwandern. Wir wussten nicht viel und versuchten, uns zu informieren. Auf den Landkarten war Cooktown ebenso groß eingetragen wie die Landeshauptstädte. Ich fand ein Buch von 1882, das Cooktown als blühende Stadt mit vielen Deutschen beschrieb. Cooktown is a booming town with a large German community. Auf der Hauptstraße könne man alle Sprachen der Welt hören. Da ich ja nicht Englisch sprach, dachte ich, das ist genau der Platz, wo wir uns mit Hilfe unserer Landsleute einleben und Fuß fassen können. Was er fand, war eine Geisterstadt. Statt der erwarteten 25.000 Einwohner gab es nur ein paar hundert. Was sollte er tun? Hans Loser beschloss, zu bleiben. Das Hauptproblem war die Sprache, der Kontakt zu den Menschen in dieser kleinen, damals stagnierenden Gemeinschaft, mit denen wir uns nicht verständigen konnten. Sie sahen uns als Fremde, lächelten und redeten untereinander, wie ich vermutete, abschätzig. Dann begann ich, ein paar Worte zu verstehen. Ich begriff, dass sie den Ausdruck, du armer Bastard, freundlich meinten. Ein paar Monate zuvor war das für mich eine Beleidigung. Inzwischen hat Cooktown einen neuen Aufschwung genommen, durch Hans Loser,
der es zum Touristenziel machte. Als Fremdenführer spricht er über die Geschichte der Stadt, die er wiederentdeckte. Als ich mit dem Tourismus anfing, wusste niemand, woher diese Kanone kam. Sie lag einfach herum. Ich forschte nach und fand heraus, dass sie 1885 hierher geschickt wurde, um Cooktown gegen eine russische Landung zu verteidigen. Dieser 1803 gegossene Typ von Kanone ist schon in der Schlacht von Trafalgar eingesetzt worden. Ein Aussichtspunkt, der seinen Namen trägt, ist nur eine der Ehrungen Cooktowns für Hans Loser. Seinem Einsatz für die Bewahrung der Vergangenheit verdankt die Stadt auch viel von ihrer Zukunft. Eigentlich tat Hans Loser nichts anderes als Generationen von Menschen in seiner Heimatstadt Isny im Allgäu. Er bewahrte wie sie ein Bewusstsein für das Überlieferte. Und damit leistete er, wie viele andere Einwanderer, auch seiner neuen Heimat einen Dienst. Australiens Deutsche haben gute Voraussetzungen für engere Kontakte zwischen Deutschland und Australien geschaffen. Von den Vorhersagen in Global 2000 eingetreten ist. Der Film wurde vor kurzem auf dem französischen Umweltfestival Rihanna mit einer ehrenden Anerkennung ausgezeichnet.